Hallo und herzlich willkommen zum letzten EKZ Göpp im 2012. Obwohl heute Fischental das finale Rennen stattfindet, schenken sich die Fahrerinnen und Fahrer nicht auf der Strecke. Und das zeigen euch die nächsten Impressionsbilder. Mehrere Zweikämpfe gewonnen während dieser Göpp-Saison hat Nicola Rohrbach. Und er ist auch der Sieger vom Gesamtwertung 2012. Nicola, herzliche Gratulation. Nicola, was bedeutet dir der Sieg? Ja, es ist ein Abschluss von einer konstanten Rennsaison von mir. Und ja, ich bin eigentlich überglücklich, dass ich jetzt den Gesamtsieg holen konnte. Weil es ist nicht immer einfach. Man muss das auch zuerst machen. Und ich denke eben, ich bin am Anfang als Favorit gehandelt worden, aber eben, das, man kann einen Defekt haben, man wird zurückgeworfen, man kann gesundheitlich nicht so zu Weg sein und eben, das macht es eigentlich schwierig, aber am Schluss ist es aufgegangen und jetzt bin ich eigentlich überglücklich. Wie ist dir das heutige Rennen gelaufen? Heute war es recht hart für mich. Im Gegensatz zum letzten Wochenende zu Eck habe ich mich nicht ganz so gut gefühlt, sage ich jetzt einmal. Und einen guten Kampf mit dem Reto Hintergand gehabt. Ich habe es eigentlich schon gesehen, als er auch am Start gestanden ist, dass es heute ziemlich sicher zwischen uns wird den Tagessieg geben. Und ja, es war hart bis zum Schluss. Also, am Schluss war es richtig knapp. Aber ich bin gleich zufrieden mit dem zweiten Platz. Ja. Was machst du jetzt? Hast du heute Abend noch ein bisschen feiern? Ja, wir haben heute schon etwas geplant, dass wir ein bisschen feiern, weil jetzt das Rennen doch auch am Samstag ist. Und dann hat man morgen einen Tag, Sonntag, wo man ausruhen kann und dann gehen wir schon ein bisschen feiern. Ja. In dem Fall noch viel Spass mit dem Abend. Von den Herren kommen wir jetzt zu den Damen. Es ist das letzte Rennen der Frauen. Heute geht es darum, noch ein paar Punkte für die Gesamtwertung zu ergattern. Mit dabei ist auch Sarah Koba. Sarah Koba fährt vorne weg. Gefolgt von der Sabrina Baumgartner. Sarah Koba dominiert aber das Rennen und gewinnt somit den letzten EKZ-Cup im 2012 mit über 3 Minuten Vorsprung. Die Gesamtwertung hat aber gewonnen Sabrina Maurer. Sabrina, herzliche Gratulation. Was bedeutet dir der Sieg? Ja, es ist cool, wenn man von einer so einer Rennserie Gesamtwertung gewinnen kann. Und gegen Schluss, wie ist es da mit dabei und mit der Kondition? Also lässt es euch ein bisschen nach? Nein, ich habe im Sommer Pause gemacht, dass ich jetzt mit dem Quer einsteigen kann. Somit ist es bei mir eigentlich in der Sommerpause eigentlich recht gut gegangen. Und jetzt in der Rennserie habe ich eigentlich wieder gute Beine. Wie geht es jetzt mit dir weiter und dem EKZ Cup? Ja, also jetzt ist ja der EKZ fertig, aber ich will nächstes Jahr wieder fahren. Wie geht es jetzt heute Abend weiter? Du hast noch ein bisschen feiern? Nein, feiern tue ich dann erst nach der Saison. Sabrina, danke vielmals für das Gespräch. Merci. Von den grossen Leadern kommen wir jetzt zu den kleinen Leadern. Und auch hier hat so einiges auf dem Siegerprotest zu feiern gehabt. Ich freue mich, dass ich gewonnen habe. Ich habe fest Freude an diesen Pokal. Es ist der Tag der Gewinner. Und so überreicht heute der Conny Loser das schöne Stückchen Bike an einen neuen Besitzer. Der Gewinner von unserem Facebook-Wettbewerb heisst Christoph Hunziker. Er biket bis jetzt noch nicht, aber das kann ja noch werden. Startest du jetzt eine neue Bike-Karriere? Ja, das vielleicht noch nicht ganz, aber ich werde sicher ab und zu ein Duell mit dem unternehmen.
So viel EKZ Göb Magazin für heute. Ich werde mich freuen, schaltet Sie euch nächste Woche am 25. September wieder ein, um die 8. Dann sehen Sie nämlich in einer 25-minütigen Highlight-Sendung das Beste aus der EKZ Göb-Saison 2012. Bis dahin eine schöne Woche. Ade miteinander.